Das ist diese Geste, die eben so zu unserem Ich dazugehört, unser Ich, das einfach werden möchte, immer wieder aufzustehen und neu anzufangen. Nebenbei gesagt ist es auch ein tief christlicher Impuls, der wie selbstverständlich zu unserer Kulturentwicklung dazugehört, sich und anderen zu verzeihen, wenn wir oder sie hinter sich zurückgeblieben sind, sie nicht darauf festzuzurren. Und wir wissen genau, wie schwer das ist, gerade in unserer Partnerschaft, aber auch in der Beziehung zu uns selbst im Vorwurf stecken zu bleiben. Schon wieder hat er den Mülleimer nicht ausgeleert. Schon wieder hat er nicht gemacht, was er mir versprochen hat. Schon wieder bin ich weit hinter mir zurückgeblieben. Und jetzt zu merken, dieses schon wieder stimmt nicht, sondern eigentlich stehen wir beide, stehen wir miteinander, stehe ich mit mir an einem anderen Punkt, wo ich darüber hinaus wachse. Nur ist das noch ein zartes Pflänzlein, auch in unserer Partnerschaft. Aber auf dieses wollen wir uns berufen. Und dann stehen wir miteinander und jeder für sich neu auf und gehen eben neu ins Leben hinein. Da hast du jetzt sozusagen ein Beispiel für diese Metamorphose. Und ich erforschte das in diesen Anfangsjahr 7. Es gibt da noch viel mehr. Sollte dich das interessieren, so schreib mir das gerne in den Kommentaren. Und so entstand diese erste Achse des Lebenshauses. Ja, und es gehörte dann zu meiner Biografie dazu, dass ich mit Ende 40, mit 49, also am Ende dieses Jahr 70, wieder mit meiner Hüfte konfrontiert war und eine künstliche Hüfte bekommen habe. Davor, einige Jahre davor, hatte ich aber das große Glück, Jan kennenzulernen. Meine große Liebe. Und er ist Architekt. Und mit ihm schaute ich ganz viele Häuser an, wunderschöne Häuser. Er fotografierte sie und ich betrachtete diese Häuser und langweilte mich. Und aus dieser Langeweile heraus merkte ich immer deutlicher, dieses Lebenshaus ist ein Bild für diesen Archetypus. Und ich hatte diese linke Reihe schon sozusagen in meiner Forschung entdeckt und fügte jetzt die anderen Jahrsiebte in diese Ordnung hinein. Das ging natürlich nicht so schnell wie jetzt in diesem einen Satz, sondern das war ein immer wieder Erproben und Prüfen in meinen Workshops, Seminaren und Einzelberatungen. Ich muss euch gestehen, dass ich auch, nachdem ich Jan kennengelernt hatte, immer wieder in Kontakt kam mit den Kränkungen aus meiner Kindheit. Und dieses Thema des inneren Kindes, mich selbst zu verstehen, mir Mitgefühl entgegenzubringen, wirklich die Zusammenhänge zwischen dieser großen Kränkung aus meiner Kindheit und zu dem, wie ich es heute immer wieder für mich selbst einrichtete, mich in diesem Leid zu verstehen, war eine ganz wichtige Aufgabe meiner 40er. Und das, was für mein Leben gilt, das merke ich in der Beratung immer wieder, gilt eben ganz oft auch für das Leben bei meinen Klienten. Also einerseits dieses Mitgefühl mit uns selbst, das uns nämlich führt an diese Schwelle, die, mit der wir das ganze Thema verwandeln können. Für mich war an dieser Schwelle wichtig, Michael Bohne und Pep kennenzulernen, was du in meinem 1:1-Coaching auch kennenlernen würdest, nämlich diese Embodiment-Methode über Klopfen und Selbstwertarbeit, wirklich eine solche
Kränkung aus den Kindertagen, diese negativen Emotionen, diese Ängste, diese Verlassenheiten wirklich hinter dir zu lassen. Und diese Transformationsarbeit, die setzt eben Kräfte frei, die holt wie Kräfte aus der Dunkelheit ans Licht. Und jetzt kann das geschehen, was ich nenne, vom Leid zum Leitmotiv. Dass wir eben erkennen können, dass diese Sehnsucht aus den Kindertagen oder eben Schulzeit oder Jugendzeit uns auch verbunden hat mit einer Fähigkeit, mit einer Kompetenz. Und wenn wir das für uns erlösen, dass wir eben dann tatsächlich richtig kraftvoll in eine ganz neue Phase der Selbstverwirklichung eintreten können. Und diese Phase der Selbstverwirklichung, in die ich dann Ende 40 eingetreten bin, zu der gehörte eben dazu, dieses ganze Lebenshaus zu entwickeln und nach 50 immer weiter auszubauen, meine Bücher zu schreiben, jetzt mit der Unterstützung von Moritz die Biografiearbeit im Lebenshaus Akademie gegründet zu haben und in meinen Fortbildungen die Biografiearbeit im Lebenshaus an Berater und Therapeuten weiterzugeben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute erleben darf, dass sich die Biografiearbeit im Lebenshaus wie von mir weglöst, ja, sich frei macht und eigene Wege sucht bei jedem Biografiearbeit im Lebenshaus-Coach und eben tatsächlich ihre Wirksamkeit entfaltet, ganz unabhängig von mir. Und das freut mich natürlich sehr, dass da eine Methode entstanden ist, ich eine Methode entwickeln kann, mit der du als Klient oder als Berater, Therapeutin oder Coach eben tatsächlich zu einer neuen Sinnhaftigkeit und zu einer neuen Zuversicht für dein eigenes Leben finden kannst und die Themenachsen in deinem Leben verstehen kannst und eben zu einer neuen Selbstverwirklichung finden kannst. Im nächsten Video erfährst du dann, wie ein Interview von Götz Rehn, an dem ich zuhörend teilgenommen habe, mir neue Erkenntnisse zu dem Zukunfts-Ich, das zur Biografiearbeit im Lebenshaus ja unmittelbar dazugehört, gegeben hat.